Das ist Lisa. Lisa findet Demokratie doof. Demokratie kann kaum was verändern. Die schließen doch nur faule Kompromisse. Diese Meinung haben deutschlandweit 8 von 10 Leuten. Und durch diese Einstellung ist unsere Demokratie anfällig für radikale Gruppierungen. Dies führt dazu, dass sie auf kurz oder lang wirklich gefährdet ist. Um Lust auf Demokratie zu machen, kommt Politik zum Anfassen an Lisas Schule. Dort lernen die Schüler erstmal was über Kommunalpolitik. Aus ihren Ideen machen sie Anträge, die sie in einer fiktiven Ratssitzung miteinander diskutieren. Echte Politiker helfen ihnen dabei. Dabei werden sie von anderen Schülern, die ein Presseteam bilden, begleitet. Einige Ideen werden von der echten Politik tatsächlich umgesetzt. So merkt Lisa, dass Demokratie zwar anstrengend ist, aber wirklich etwas bewegen kann. Und da es ihr so viel Spaß gemacht hat, möchte sie sich gleich mit ihrer Klasse zum nächsten Politik zum Anfassen-Projekt anmelden. Diesmal sollen sie für die Einwanderungsbehörde einen Film drehen. Schon als sie das Konzept entwickeln, freuen sie sich über die Interviews, die sie führen werden. Mit professioneller Technik entsteht Material, welches sie dann zu einem fertigen Film zusammenschneiden. Da Lisa gemerkt hat, wie viel sie selber erreichen kann, beginnt sie, sich für Politik zum Anfassen zu engagieren. Dort lernt sie den Umgang mit Medien und wie diese entstehen. Ebenso, wie Kommunalpolitik funktioniert und ihren Alltag beeinflusst. Es macht ihr Freude, einen Einblick in die politische Bildungsarbeit mit jungen Menschen zu bekommen und ihr Wissen über Demokratie an andere weitergeben zu können. Lisa arbeitet in verschiedenen Projekten von Politik zum Anfassen mit, dreht zum Beispiel einen Film mit Schülern oder betreut ein Planspiel. Helft Lisa und Politik zum Anfassen, gegen Demokratiemüdigkeit zu kämpfen und engagiert euch für politische Bildung. Ist auf Politik und jetzt zum Anfassen. Politik zum Anfassen. E.V.